Ja, heute ein Video zu einem Equipment-Bestandteil, an dem du irgendwie so während der Dummy-Arbeit ja kaum vorbeikommst. Denn nicht nur das, wie trainiere ich meinen Hund, ist immer die Frage, natürlich auch, was brauche ich denn so dazu? Und ja, ich bin sehr, wahrscheinlich kommerzunfreundlich, wenn ich dafür plädiere, gerade für die Arbeit, doch bitte einfach so eine ganz stinknormale Moxanleine zu nehmen. Eine Moxanleine, die am liebsten 1,30 Meter oder fast noch 1,20 Meter nur lang ist, 6 mm breit, natürlich einen Innenstopp hat, aber so in ihrer Art und Weise keine Schmuckstücke, kein irgendwie Schnickschnack noch drumherum hat. Warum die Länge? Ganz einfach, weil du in mühvoller Kleinarbeit mit deinem Hund mit der Fußarbeit beginnst. Und spätestens dann, wenn du rausgehst und ihm ja dann auch eine Leine irgendwann anziehst und im Verlaufe des Trainings sicherlich auch eine Moxanleine benutzen wirst. Und wenn wir da sehr lange Leinen benutzen, stehen wir auch auf einer sehr langen Leitung, bis wir dann endlich mal vielleicht unseren Hund korrigieren, weil er eben nicht mehr in der Fußposition läuft, wie ich das gerne hätte. Das heißt, habe ich 1,50 Meter Leine oder vielleicht noch ein bisschen mehr, dann ja, sind viele auch immer so bequem, dass sie halt wirklich oder ich wäre eingeschlossen, würde ich es tun oder würde ich es nutzen, dass einem eben erst auffällt, dass man jetzt wieder den Hund zu sich holen müsste oder eben gucken müsste, dass er wieder bei Fuß läuft, nämlich dann, wenn das Ende der Leine fast erreicht ist. Und natürlich, je länger die Leine, desto mehr Gelegenheit hat dein Hund, sich falsche Positionen unbewusst anzueignen. Und hinterher fragen wir uns, warum sich das denn dann so etabliert hat. Also eine Moxanleine bitte, bitte, bitte so kurz wie möglich, so schmal wie möglich. Warum so schmal wie möglich? Während des Trainings ziehst du diese Leine sehr oft aus, an, wieder ab, steckst sie in die Tasche, machst alles Mögliche. Und solltest damit natürlich auch relativ easy und schnell immer fertig sein. Solltest auch keine vielen Sachen an dieser Leine haben, die deinen Hund vielleicht stören beim Anleinen. Solltest da entsprechend einfach so banal wie möglich einfach nur diese Leine verwenden. Ganz wichtig, wenn du es anlegst. Und da braucht man ja doch so als Einsteiger in diese Welt teilweise ein bisschen, bis man verstanden hat, was ist denn der Unterschied oder gibt es da überhaupt einen? Sieht ja immer erst sehr, sehr ähnlich aus, was man da tut. Wie habe ich mir das gemerkt? Wie herum ziehe ich diese Leine tatsächlich an? Also, am besten, oder ich habe es mir gemerkt, wenn ich meinen Hund auf der linken Seite führe, und es tun wahrscheinlich fast die meisten, dann sollte die Leine so herum angezogen werden, also dass sie quasi so um den Hund läge, quasi hängt sich hier diese Öse an dem Rest der Leine auf. Wenn du legst, solltest du schauen, dass das Ganze möglichst dann entsprechend, wenn sie einmal auf den Anschlag geht und am Innenstopp bleibt, und die Leine wieder nachlässt und locker lässt, dann hast du automatisch eine ganz lockere Leine direkt wieder. Ich demonstriere das nochmal, wenn es sich zuzieht, geht es auch ganz leicht wieder auf. Und das ist ja auch das, was wir haben wollen. Wir wollen bei der Moxanleine nicht, dass der Hund einen statischen Punkt hat, gegen den er sich lehnt, wenn er in die Leine gehen würde, sondern wir wollen, dass sich dieser Druck komplett verteilt und nicht komplett hier vorne auf einem Punkt ist, denn statischer Druck, da lehnt sich ein Individuum immer nur gegen. Wir reagieren alle mit Gegendruck, wenn wir Druck bekommen und so natürlich auch ein Hund und kann sich daran ganz, ganz schnell dann auch gewöhnen. Das wollen wir nicht. Deswegen ist das Prinzip ganz lockere, offene Leine und so soll es eigentlich auch die ganze Zeit sein. Nur wenn es mal so ist, dass sich die Leine
entsprechend einmal komplett bis zum Innenstopp ziehen würde. Dann soll sie auch, sobald wieder das Ganze sehr locker und entspannt möglich ist, ganz weit aufgehen. Andersherum vielleicht nochmal das Gegenprinzip, wenn du es dir hier so ein bisschen anschaust, haben wir einmal zu. Und wenn ich die Leine locker und nachgebe, bleibt sie halt immer noch so in der Position. Und das ist dann natürlich für den Hund immer das Gefühl, es ist trotzdem noch was da. Und eigentlich wollen wir mit einer Moxanleine nur eine lockere Verbindung haben, dass wir im Notfall den Hund gesichert hätten. Aber eigentlich wollen wir die ja gar nicht brauchen. Eigentlich wollen wir ja gar nicht von der Leine irgendwie Nutzen haben. Denn die Leine ist eigentlich nur so das Backup, wenn wir eben irgendwo unterwegs sind, wo wir eins brauchen und wo wir den Hund zwischendurch einmal sichern müssen. Also, so kurz wie möglich, 6 mm empfehle ich dir, immer darauf achten, dass dieser Ring sich ganz einfach da drin bewegen kann und sich nicht an dem Strick aufhängt. Richtig auf das richtige Anleinen achten, quasi wenn du sie korrekt anziehst, dann hast du sie für die linke Seite entsprechend so herum, sodass sich die Schlaufe einmal von unten nach oben an die Leine bewegt. Umgekehrt sehe es so aus, dann würde die Leine in der Schlaufe hängen quasi für die linke Seite. Das Ganze natürlich umgedreht für die rechte Seite. Wollen wir nicht. Und ja, ich kann es dir nur empfehlen, du kannst für die Stadt, für tolle Ausflüge dir ganz, ganz viele tolle bunte Leinen kaufen. Aber fürs Training ist es wirklich das Einfachste, eine ganz kurze, simple, einfache Leine ohne viel Schnicki-Schnacki, und das hilft dir dabei, nicht die Fußarbeit aus den Augen zu verlieren, wenn der Hund an dieser Leine läuft. Und vieles andere macht es auch deutlich leichter, so simpel zu verfahren.